Blaskowitsch, Gates, Manson, Ihr Job ist simpel. Klettern Sie die Mauer hoch, suchen Sie im Kontrollraum die Steuerung für diese fette Tür und öffnen Sie sie. Nehmen Sie alle Waffen an sich, die Sie finden. Sie sind besser als unsere. Wir geben Ihnen von hier unten aus Feuerschutz. Sobald die Tür offen ist, gehen wir rein, kämpfen uns nach oben und treffen uns in den oberen Stockwerken. Dort suchen wir Totenkopf und jagen ihm eine Kugel in den Kopf. Hier. So Leute, und hallo und willkommen zum dritten Part meines Let's Plays Wolfenstein The New Order. Ich bin David und ich begrüße euch ganz herzlich zurück hiermit. So, oh, da ist noch schon mal das Regime, das uns ein bisschen Stress macht. Hallo mein Freund, was geht? Gut, und ab. So, jeder hat seine Probleme, die er lösen muss auf eine Art und Weise. Jetzt bin ich mal gespannt, wie weit wir hier hochgehen müssen. Also schneller geht's nicht. Ah, da. Was? Warum muss ich dich hier regeln? Wow. Okay. Jupp. Das hat man auch anders regeln können. Alles klar. So, ich muss jetzt auf die Seite rüber. Um da hochzukommen. Yo, Bled. Lass mal ganz Ruhe. Ja, mit der Ruhe. So, aber da wäre es eigentlich schon optimal. Ah, meine Güte. So, ich denke mal, durchs Fenster müssen wir da, um reinzugehen. Ja, so sieht es aus. Hast geschafft, Sir. Einfach weiter. Ja, ich sehe es. Sehr gut. Ach, gibt Schlimmeres, Bub. Oh, die Waffe halten wir mal im Vordergrund. Einer von uns beiden wird heute sterben. Ach, guck mal. Damit auch die Option. So, oh, sehr schön. Da gibt's ordentlich was. So, dann fangen wir mal an. Gut, da geht's runter, aber da will ich noch nicht, oder? Ja, ich muss da runter. Erlaub, mir bleibt nichts übrig. Da gehen wir auch mal runter. So, okay. Die Falltüre. So, was steht da? Nicht auf dem Gegengewicht stehen. Warum? Guck, gehen wir runter. Ist super. Wie tief bin ich jetzt gefallen? Tiefer als ich hätte jetzt wirklich fallen müssen? Werden wir sehen. So, dann machen wir erstmal hier. Nein, ich will eigentlich das genau. Nur um zu schauen, was wir hier finden. Hallo. Nee, nicht wirklich was. Maschinenpistole. Das heißt, oh, Doppelpistole. Boah, geil. Boah, meine Güte. Das ist doch richtig geil. Mit zwei Pistolen hier arbeiten. Geile Sache. Geile Sache. Ich feiere das jetzt schon ab. So, was finden wir hier? Da kommen wir nicht durch. Bei dem gibt es auch nichts. Schade drum. So, immer schauen, ob wir hier irgendwelche Türen öffnen können. Aber bezweifle ich so. Da gehen wir den Hauptgang entlang. Oh, Bob. Oh, Bob. Jetzt hast du es echt problematisch. Oh. Wir kriegen gleich Besuch, glaube ich. So, da haben wir kartemäßig. Sehr gut. Energie, alles voll. Oh, da haben, oh, haben wir ordentlich was. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier noch finden hier oben. Oh, aber erstmal wieder auf Messer wechseln. Komm. Okay, das habe ich alles. Oh, wieder zurück auf meine Waffen. Oh, geil, Sturmgewehre und das zwei Stück. Guckt euch das an. What the fuck ist dein Problem, ey? Was ist dein Problem, du hässlicher Freak? Boah. Ja, ich hasse dich. Ich hasse dich, du Mistvieh. Boah. So, ich glaube, eine Waffe ist trotzdem besser.
Weil die kann man ruhiger halten mit zwei, auch wenn man einen kleinen Terminator spielen kann dadurch. Aber eine Waffe ist trotzdem besser, Leute. Was generell das angeht. Dass man ein bisschen sich schützen kann. So. Okay, was finden wir hier so noch? Energie. Ganz cool. Okay, da wäre mir so gekommen. Das wäre der schnellere Weg gewesen. In diese Option oder diese Scharade schnell hier reinzukommen. So, okay. Wow, 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 wow. Oh, ah, da bist du. So, ganz ruhig, Bub. Ganz ruhig, Bub. So, wo geht's da hin? Okay. Alles klar. Gut, hier hoch wieder. Gut, jetzt gehen wir da entlang. Ja. Wo war? Da. Okay. Wow, 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 Alter, ich hasse es. Komm. Komm. Meine Güte. So, danke. So, sehr schön. Das habe ich doch fein gemacht. So, aber. So, jetzt habe ich den Schutzschild. Jetzt habe ich ein hässliches Schild. So. Schnell wieder auf Ding wechseln. Komm. So, was haben wir hier? Ein bisschen Patronen. Das ist ja jetzt nicht dramatisch. So, das passt jetzt wieder. Achso, wenn ich 2x4 drücke, dann kommen die Doppelwaffen. Alles klar. So. Du hässlicher General Unterbüchse! Verschwenden Sie Ihre Farbe, General. So, geh sterben. Depp. Fünfmal in den Kopf geschossen und es steht immer noch auf. Was war das? Ach, hier. Yeah. Interessant. Da geht's natürlich weiter, aber es wird mich trotzdem interessieren, was wir da oben finden noch. Boah, was ist dein Problem, Bub? So. Genau so. What? So, komm, geh sterben, danke. Okay. Weißt du was? Wir gehen erstmal runter in den Secret-Ding rein. Ich glaube, das war ein Secret. Wenn ich mich nicht irre. Oder ich kann mir nicht vorstellen, dass das der Hauptdurchgang war nochmal. So, komm. Ja. Enigma-Code, frag mir. Und schieß mich tot bekommen. So. Oh, super. Okay, und jetzt können wir hier nicht raus, oder? Doch, hier können wir raus. Ha, genau. Da gibt es nämlich Überraschungseffekt von der Seite. Das kommen wir jetzt. Was ist dein Problem, Bub? So, jetzt gib mir aber ordentlich hier. Und wo? Ja, dein Problem. Hätte ich euer Problem, glaube ich, dann würde ich schon längst down sein. Ey. Meine Güte. So, okay, das haben wir jetzt genug Energie wieder. So, jetzt gehen wir mal wieder. So, jetzt will ich wieder Messer. Was fällt mir hier drin? Okay, das sieht schon mal gut aus. Okay, was haben wir hier? Energie ist immer gut. Sehr schön. So, wieder wechseln auf Pistole. So. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sehr schön, sehr gut. So, ansonsten war es das eigentlich, was wir hier brauchen. Außer Patronen, was sinnvoll ist. So, was geht hier noch für eine Scharade-Party ab? Haben wir eigentlich genug Mittel? Sehr gut. So, wo geht's jetzt hier ab? Ach, da geht's weiter. Oh, jo. So, ich glaube, der Kopftreffer hat dich jetzt gereicht, ne? Da war noch was. So, da haben wir Energie. Okay, Patronen haben wir genug, so wie es aussieht. Nächste Scharade und rein. So, nächstes Stockwerk. Meine Güte. Das ist ja echt unfassbar. Du hässlicher Hund. Kommst du mal wieder aus dem Nichts hier und willst mir an die Klöten. Und ich mag das nicht, wenn man an mir an die Klöte geht. Okay, sterbe. So, kann ich was damit machen?
Oh. Oh. Das ist doch mal was Geiles. Das ist jetzt mal was richtig Geiles, was wir gerade hier in der Hand haben. Wir haben ja jetzt eine Minigun von der feinsten englischen Art in der Hand. Also wenn wir jetzt hier nicht aufräumen können, bis zum geht nicht mehr, dann weiß ich selber nicht. Zutritt verboten. So. Okay, sichere den Innenhof, alles klar. So, jetzt bin ich mal gespannt, was wir damit hier fertig machen. Okay, da ist noch nichts fertig gemacht. Sehr schön. Mausrad auf. Okay, fallen lassen. Ja, ich will hier fallen lassen. Ja, fall. Warum kann ich nicht fallen lassen? Da ist doch Radar. Hä? Ich verstehe jetzt nicht, warum ich es nicht fallen lassen kann. Aber egal. Ich hätte gern jetzt mal eine andere Waffe mitgenommen. So. So, komm. Sehr gut. Komm, nimm, nimm. Es wäre schön, wenn du die Waffe hier nimmst. Komm. Habe ich jetzt die Patronen oder nicht? Ich habe keine... Ich habe nichts mehr. Jetzt hat er sie. Endlich. So, jetzt. So. Sehr schön. Komm. Sehr gut. So soll das laufen. Ach, da oben ist auch noch einer. Gut, das war's mit dem. Echt jetzt ernsthaft? Und ihr fallt nicht einfach alle um? Klar, was hast denn du gedacht? So. Aber warum kann ich das jetzt nicht mitnehmen? Das wäre schön. Warum kann ich nicht mitnehmen? Wie gerade eben. Wäre doch cool. Aber nee, lass mir sie mal halt stecken. So. Gut, wo geht's jetzt hier sonst so hin? Okay, da geht's nicht weiter. Oh, dadurch. Kreisfort. Noch mehr Tote. Alles viel zu oft gesehen. So, darf ich mal hoch? Die Strebe lässt sich von hier aus nicht bewegen. Wir sitzen hier oben fest. Versuchen Sie es mal von Ihrer Position aus, Blazkowicz. Sir, vielleicht kann Ihnen das hier nützlich sein. Okay. Ja, Sir. Bist du gläubig? Alles klar. Gehst jeden Sonntag in die Kirche? Ja klar, natürlich gehe ich jeden Sonntag in die Kirche. Aber das Regime wirft gerade jede Menge Bomben auf sie ab. Das ist das Problem. Baumschädel, Blondie, jetzt sie! So, darf ich? Darf ich oder darf ich nicht? Darf ich oder darf ich nicht? Dann... Wow, wow, wow. Immer mit der Ruhe, mein Freund. Jo, gehen wir doch ins Stockwerk tiefer. Kriegen die volle Ladung ins Gesicht. Was für ein Zirkus. Meine Füße sind gebrochen. Holla, die Waldfee, wo sind wir wirklich hier? Alter, was ist das für eine kranke Scheiße? Jo, brech mal eine Runde, dann muss ich auch brechen. Versuchen Sie, die Tür aufzukriegen, los! Ganz schlecht. Super, und dem ist die Füße geboren. Was haben Sie da gemacht?
Jo. Klar. Wie soll mit dem Verbrennungsofen kommen? So. So, wo? Also da. So, komm. Da ist der Schlüssel. So, komm. Nein, da war es nicht. Okay. So, komm schon. Energie. So, okay. Ab. Verdammt. Komm schon, Bub. Ich hab dich ganz vergessen. Das wird ganz knapp, glaube ich. Jupp. Leider zu knapp. So, so, jetzt machen wir es mal schnell. Ganz schnell. Ich hab die Ding, den Schlüssel rein. So, komm. So, das haben wir. Haben wir alles? Ja, wir haben alles. So, komm. Auf. Komm schon. Beeilung. So, jetzt haben wir es ganz locker flockig gerade. So. Was soll das hier? Das weiß ich selber nicht. Breskovic, Sir. Haben Sie... Oh, scheiße. Position, Leute. Ruhig, scheiße. Das erinnert mich ein bisschen an Fallout 4. Aber nur ganz minimal. Ja, zerstören Sie das Atemgerät. Sehr schön. Komm, komm, komm. Atemgerät, Atemgerät, Atemgerät. Oh je, je. Jo, Blatt. Mach mal jetzt halt lang. So, sehr gut. Das war's jetzt. So soll's sein. Wow, der ist... Verdammt, General. Wie viele sind's bis jetzt? Alle noch am Leben? Jawohl. Der Verbrennungsofen ist aus. Wie kriegen wir diese Tür auf? Hätte nichts dagegen, hier abzuhauen. Sie lässt sich nicht von hier aus öffnen. Halt. Ich höre da draußen was. Da kommt jemand. Captain Blazkowicz, Sir, hören Sie mal. Ich glaube, das sieht nicht gut aus. Wow. Oh, ist der, oder? Ist Scheiße. Warum zittern wir jetzt so arg? Oh, oh, scheiße. Kacke. Nein. Du hässliche Fregatte. Meine Leute getötet. So viele, dass ich mit dem Zählen nicht nachkomme. Ihresgleichen gesehen habe, in der Tat. Sie, ich kenne Sie. Oh, Sie gefallen mir. So widerstandsfähig. Mit Ihnen könnte ich große Dinge erreichen. Alter, ist er krank im Kopf. Ich mag die Augen. Rühren Sie ihn nicht an! Und ihr gefallen mir auch. Seine nicht! Sie sind bereits kaputt! Ein Jammer.
Laber nicht. Leskovic. Helfen Sie bei der Entscheidung. Oh mein Gott. Was meinen Sie? Welcher der beiden Probanden ist wohl am besten geeignet für meine Forschung? Oh shit. Ich habe keinen Platz für Testobjekte. Falls Sie also meine Bitte ablehnen, müsste ich beide zerlegen. Und das würde den ganzen Tag dauern. Okay. Ich mach's Ihnen. Nein. Alles, was Sie tun müssen, ist denjenigen anzusehen, den ich sezieren soll. Okay, sorry, Leute. Ich muss einen opfern. Der hier. White, Ferguswil, wen? Zu, Captain. Treffen Sie eine Wahl für mich. Komm, der Junge. Eine kluge Wahl. Jung, unverbraucht, frische, zarte Testsubjekte. Mit intaktem Fettgewebe. Sie recken mich nicht wahr, Sir? Ich weiß, Sie schaffen das. Sir? Sorry, Kleiner. General Totenkopf. Und er teilte mir eine Lektion. Ich habe Leid und Tod gesehen. Verstümmelte und gefolterte Menschen. Ich dachte, ich hätte alles gesehen. Aber solche Grausamkeit ist jetzt noch nicht. Bis wir zählen. Einatmen. Bis wir zählen. Ausatmen. So Leute, ich würde mal sagen, ich beende hier mit dem Part. Wir sehen uns morgen wieder bei Wolfenstein The New Order. Euer Davy. Tschüssi. Kowski.